1972. Mit der Geburt von Manuela Groth hatte Schwerin 100.000 Einwohner und wurde zur Großstadt. Nach der Wende verlor auch die Landeshauptstadt viele Einwohner. Inzwischen sind es aber wieder rund 97.000 und Schwerin könnte vielleicht schon bald wieder Großstadt werden. Wer lebt hier? Wir fragen jede Woche eine Schwerinerin oder einen Schweriner. Ich bin Türke, ich komme aus der Türkei. Also ich bin seit 1987 nach Deutschland gekommen. Dann habe ich mal seit 1990 bis 2002 in Rostock gewohnt. Und seit 2002 wohne ich mal hier in Schwerin. Schwerin ist schön. Schwerin gefällt mir. Die Gründlichkeit, die Sauberkeit und hier kann man schön Urlaub machen und günstig. Ich nehme an, günstigste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern und für die Familie, für die Rentner ist sehr schöne, ruhige Stadt. Es ist nicht so einfach, ne? Dass man ändern kann, aber man kann hier vieles machen, wenn man Bürgermeister wird. Zum Beispiel erstmal die Arbeitslosigkeit muss man wegschaffen und natürlich gibt es ja dafür Begründung, wie kann man das mal wegschaffen. Also mir ist eigentlich besser oder lieber, wenn ein Bürgermeister von Selbstständigkeit mal kommt. Und bis jetzt haben wir, so viel ich weiß, die sind immer Beamten, auch die jetzige oder vorherige. Ist besser, wenn ein Bürgermeister aus Selbstständigkeit kommt. Die Selbstständigkeit, die Selbstständiger wissen, die haben mehr Erfahrung im Leben. Also eine Stadt zu regieren, ist ja genau wie Firma regieren.